Was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, wir sind heute bei Juve am Trainingscenter und wir haben wirklich geile Videos für euch geplant. Und zwar einmal haben wir am Anfang ein Interview, danach geht es auf den Platz, Challenge gegen Erwin und dann nochmal so eine 90-Second-Challenge, kurz und knackig. Genau. Und ja, vergesst nicht, gebt dem Video einen Daumen nach oben, lasst einen Kommentar da. Vielleicht, wen wir als nächstes besuchen gehen sollen, einen anderen Fußballer, einen Jugendspieler. Und ja, an dieser Stelle auch wirklich großes Dankeschön an Adidas, an Erwin, an Juve, dass sie uns das hier ermöglichen. Genau. Ist nicht selbstverständlich und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt drin in der Akademie. Let's go! So, wir sind gerade auf der Juventus Akademie im Adidas Room und wir machen ein kleines Interview für euch. Zurückgegriffen auf eure Fragen, wir haben euch gefragt auf Instagram, was für Fragen ihr an den lieben Erwin habt von der U19 Juventus. Und ja, ich würde sagen, Dennis beginnt mit der ersten Frage. Let's go! Wie gesagt, du spielst ja für beide Mannschaften, also Juventus Turin und für das Nationalteam U19 und bist bei beiden Mannschaften der Kapitän. So, wie ist es dazu gekommen? Wie war so der Weg, dass du Kapitän wirst für beide Mannschaften? Ja, also ich war eigentlich schon seit klein auf immer so ein Führungsspieler, der viel geredet am Platz, mit den Mitspielern immer gut umgegangen ist. Und ja, bei meinem alten Verein war ich auch schon Kapitän und ja, dann wie ich zur U15 ins Nationalteam gekommen bin, war und bin ich eigentlich seit dem ersten Tag der Kapitän der Mannschaft. Und hier hat sich ja entwickelt, dass ich ja mich eigentlich schnell hier eingelebt habe und irgendwie das Juventus-DNA in mir reingebracht habe. Und ich glaube, das haben dann die Verantwortlichen und der Trainer gemerkt. Und da ich ja auch jetzt sehr gut Italienisch spreche, haben sie sich entschieden, dass ich der Kapitän bin, weil ich halt die Fähigkeiten dazu habe. Und wie würdest du sagen, ist so die Verantwortung als Kapitän? Was hast du hast du spezielle Aufgaben, die du irgendwie beachten musst? Ja, als Kapitän muss man eigentlich auf alles schauen, würde ich sagen. Vor allem auch, wie die Mannschaft miteinander ist. Wenn man vielleicht eine schlechte Phase hat, dass man da trotzdem positiv ist, der Mannschaft hilft. Und ja, als Kapitän ist es eigentlich deine Aufgabe, die Mannschaft, dich für die Mannschaft zu kümmern. Also du bist der verlängerte Arm des Trainers, würde ich mal sagen. Okay, gut, schön gesagt. Ja, gleich als nächste Frage. Seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, das war glaube ich so vor 2-3 Jahren, du hast ja gesagt, du hast schon bereits mit der Kampfmannschaft trainiert. Hast du seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, mit der Kampfmannschaft wieder mal mittrainiert? Ja, da habe ich öfters schon mittrainiert. Okay. Mit auch diversen Trainern, wo Pirlo der Trainer war, letztes Jahr, dieses Jahr Allegri, also war ich schon öfters bei den Trainings dabei. Ja. Okay. Und weil wir eben bei dem Thema Kampfmannschaft sind, Pjanic war so damals so dein Führungsspieler. Also du hast immer auf ihn ziehst immer noch vielleicht auf ihn auf. Und ja, wer ist es jetzt so bei der Kampfmannschaft? Also du hast ja vor kurzem mittrainiert, wer ist zu dir gekommen und hat dich so ein bisschen an die Hand genommen? Na, so wie es Pjanic war, gibt's glaube ich keinen, weil er mit dich super aufgenommen hat, super Freund ist und wir jetzt uns noch immer hören und ja. So wie ein Papa eigentlich. Okay, so ein großer Bruder, ja. Hast aber trotzdem so einen, sagen wir so, nicht engeren Kontakt, aber verstehst dich halt mit irgendeinem besonders gut in der Kampfmannschaft? Ja, von der Kampfmannschaft sind eigentlich alle super Typen. Aber wenn man jetzt so reinkommt drüben bei denen, ist das schon die Erfahrerin wie Chiellini, Bonucci, die was dann auf dich zukommt, mit dir reden. Verstehe, ja. Sind halt dann die erfahrenen Spieler, die was auf dich zukommen. Ja, dadurch, dass halt Vlahovic jetzt zu Juve gewechselt ist, spricht ja auch deine Sprache, Muttersprache quasi. Wie ist es mit ihm so? Ja, mit ihm habe ich 2-3 Mal jetzt trainiert, seitdem er da ist. Und ja, da haben wir uns auch kennengelernt, ein paar Späße miteinander gemacht im Training. Und okay. Also kennengelernt haben wir uns auf jeden Fall. Okay. Und du hast ja vorher schon Pirlo erwähnt. Ja, was hast du von ihm so gelernt? Ja, Pirlo war einer der besten Sechser auf der Welt. Hat vieles gewonnen und von ihm habe ich auf jeden Fall viel gelernt, vor allem was Technik und Taktik betrifft. Also das Vorausschauen, wie ich schon letztes Mal erwähnt habe, Vorausschauen, erster Ballkontakt. Also sind eigentlich, als Mittelfeldspieler musst du eigentlich die einfachen Dinge, die was viele denken, dass die einfach sind, die dann aber, je höher du raufkommst, ja, das einfache Spiel ist sozusagen der schwierigste, genau. Und das hat er mir halt beigebracht und
Bist du da zu Pirlo, also hast du ihn da auch konkret gefragt, was kann ich verbessern oder ist Nein, er auf dich zugegangen? Nein, er ist da auf uns junge Spieler zugekommen. Und okay. Hat also richtig so, wie eigentlich auch wirkt, so ein ruhiger Typ. Genau, ja. So, genau, ja. Nächste Frage wäre, ihr habt ja auch für die U19 Europameisterschaft qualifiziert. Wie war so das Gefühl? Das Gefühl war unbeschreiblich, ehrlich gesagt. Also, wenn man gegen Spanien nach der ersten Halbzeit 2-0 hinten ist, dann das Spiel auf 2-2 tritt, gegen Dänemark dann 2-0 gewinnt. Das war jetzt eh vor kurzem. Vor kurzem, ja. Also war unbeschreiblich. Also, ist das deine erste EM dann, oder? Das ist meine erste EM, ja. Okay. Und WM hast du auch noch nicht so? Ja, also? Die WM kommt, wenn wir unter dem Top 5 sind in der Europameisterschaft, qualifizieren wir uns auf WM. Okay. Also es war, dass wir die zwei Spiele gewonnen haben und waren dann mit 4 Punkten in der Gruppe und Spanien hat dann gegen Dänemark 4 Tage später gespielt. Okay. Also wir waren dann am Dienstag alle im Zoom-Meeting gemeinsam, haben uns das Spiel angeschaut. Okay. Also, und damals hoffen müssen, dass Spanien das Spiel nicht über ein Tor gewinnt. Ja. Oh. Und dann war es 3-1 für Spanien. Okay. Wo du dann denkst, ah, das verlieren die sicher nicht. Ja. Und dann in der zweiten Halbzeit haben sie doch 2 Tore gekriegt und 3-3 ausgegangen. Und dann Wahnsinn. Waren wir alle cool. Zu Hause, einer in Deutschland, einer in Italien, die anderen in Österreich. Und witzig. Seid rausgezuckt schon. War noch feiern, ja. Oh, cool. Sehr geil. Wer war eigentlich so dein bekanntester Gegenspieler, sei es Nationalteam oder im Verein? Bekannteste Gegenspieler, also was ich jetzt aufziehen kann, ist Bellingham, Jude Bellingham. Boah, das ist eine Nummer. Muisala von Bayern. Ach, wow. Beide ja England. England, genau. Xavi Simons von Paris. Boah. Also die kommen jetzt auch so richtig in den Kopf. Auf, okay. Harvey Elliott von Liverpool. Okay. Mhm. Wow. Ja, auch. Also einigen guten Namen. Stimmt, ja. Und gleich als nächste Frage war so, dein bester Spieler, Gegenspieler? Bellingham? Ja. Also ich der Beste. Spielt er nicht auch deine Position? Der spielt auch im Mittelfeld, als es war. Okay. England, Österreich, 2 Kapitäne und beide im Mittelfeld gegeneinander. Okay. Das war schon der stärkste Gegenspieler, den ich bis jetzt gehabt habe. Okay. Sehr gut. Stell ich den nächsten. Ja. Ja, du hast ja sicherlich schon ab und zu ein Interview halten müssen, sei es jetzt ob bei Österreich oder bei Juve. Meine Frage von der Community wäre, bekommt ihr Medialschulung, also Interviewschulung? Wie antworten? Wie ich früher in Österreich war, in der Schule haben wir da was gemacht, ein halbes Jahr lang. Mhm. Aber jetzt hier nichts Konkretes eigentlich. Okay, also würdest du... Gemütlicher das Ganze. Ja, es war es. Kommt, glaube ich, von der Person drauf an, ja, stimmt, wie stimmt, die Interviews geführt werden. Tust dir schwer? Also jetzt merkt man es zum Beispiel gar nicht, aber nein, eigentlich nicht. Ich bin einer, der was allgemein viel redet. Also okay. Aber fällt einem nicht schwer. Du hältst dich aber trotzdem bedeckt. Also es gibt ja sicherlich ab und zu so, keine Ahnung, Fangfragen. Ja, wenn es so Fragen, die was mir vielleicht unangenehm sind oder die was nicht in die Öffentlichkeit gehören, dann bin ich lieber still. Oh, cool, still. Und ja, auch schon zur letzten Frage. Du hast ja schon einige Trainer miterlebt, einige Spieler kennengelernt. Welcher Tipp war am besten, den du unserer Community weitergeben würdest? So, den du mal bekommen hast. Von wem und welcher Tipp? So, wenn jetzt so. Den größten Tipp, also den ich mir jetzt am meisten zum Herzen genommen habe, ist immer, dass du mehr machen musst als die anderen. Mhm. Also das habe ich seit klein auf, das hat mir mein Bruder und mein Vater mir eigentlich beigebracht. Okay, okay. Und das ziehe ich jetzt, seitdem ich eigentlich angefangen habe, Fußball zu spielen, okay, durch. Dass ich einfach mehr machen muss als die anderen. Wenn du, ja, wenn du höher spielen willst als die anderen, musst du auch mehr machen. Okay. Also von nichts kommt ja. Nichts, wie man schon schön sagt. Stimmt. Hast du aber konkret ein Beispiel von, keine Ahnung, Cristiano Ronaldo zum Beispiel, hast du ja auch bereits mit ihm trainiert. Oder jetzt, keine Ahnung, Dybala, Vlahovic zum Beispiel. Na, gibt es da irgendwelche Tipps, die mitgeben? Oder ein Trainer vielleicht? Ja, Trainer auch, sei es jetzt. Na, konkret ist nichts gesagt, aber man sieht es an dem, was die machen. Mhm. Also wenn du Ronaldo früher gesehen hast, war eine halbe Stunde schon vorher da, als die anderen in der Kraftkammer. Okay. Nach dem Training hat er trainiert. Okay. Also manchmal braucht man gar keine Wörter, sondern man muss halt nur schauen und beobachten. Okay. Und das reicht dann eigentlich schon. Okay, also dein Tipp ist so wirklich, wenn man mehr macht, ja, schafft man alles sozusagen. Natürlich muss man es nicht, also ich sage immer, man muss die richtige Dosierung genau, ja, wählen. Ja, das war es eigentlich so mit den Fragen. Ja, falls ihr von der Community noch Fragen habt, schreibt sie gerne auch in den Kommentaren.
Und das war es eigentlich mit dem Interview. Jetzt geht's raus auf den Platz. Mal schauen, was der Erwin so gegen uns drauf hat. Na gut, Leute, wir sind jetzt endlich am Fußballplatz und ja, jetzt geht's los mit den Challenges. So, wir haben 3 oder 4 geile Challenges vorbereitet, je nachdem, wie viel Zeit wir haben. Ich würde sagen, wir beginnen mit der ersten Challenge. Das ist die Only Net Challenge und die erkläre ich jetzt. Swipe up. So, wie gesagt, Leute, erste Challenge, Only Net Challenge. Wir machen das Ganze von 6 Distanzen. Wir beginnen vom 5er, also hoch einfach ins Tor. Dann zum 11er, dann 16er, dann ja, dann geht's halt immer so weiter. 6 Distanzen. Wer von den 6 Distanzen mehr reinmacht, hat die erste Challenge gewonnen. Wie viele Distanzen? 6 oder? 6 Distanzen. Ich hasse mich schon. Ja! Einfache Challenge und ich würde sagen, wer beginnt? Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Ach nö. Schere, Stein, Papier. Du suchst das? Du beginnst. Ich beginne. Erste Distanz, 5er, let's go. Okay, der erste war auch richtig smooth. Also, wenn man den ersten nicht macht, dann ist man lost. Dann ist man echt lost. Nein, den ersten, da vertraue ich euch beide. Meine Damen und Herren, Juventus und U19-Spieler, Erwin Omic. Elfer ist schon eklig, muss ich sagen. Da beginnt schon so ein bisschen das Kribbeln. Nein. Ja, du Junge. Dritte Distanz kommt jetzt. Was aber man muss sagen, jetzt kommt eine Distanz, die ist wirklich ekelhaft. Weil das ist so, man muss so diese Halbkraft verwenden. Ja, voll. Das ist komplett fest, komplett schwach. Also man wird sehen. Show me what you can. Pitch, zeig ich ja, das ist so ekelhaft. Ja! Und das habe ich gemeint! Das habe ich gemeint! Latte rettet alles, oder? Nein, Leute, was soll Latte rettet nix, Alter? Das gibt's hier nicht. Ja, komm, schieß den nächsten. Komm. Erwin. Kleiner Vorsprung, weißt du? Damit es ja nicht heißt, der spielt so unfair. Kleiner Vorsprung. Das ist schon natürlich Königsdisziplin. Bitte gib die Kamera ein bisschen weiter. Es geht um Ehre. Oh, der war ganz mies. Weltklasse. Komm, Ficho, komm, Ficho. Wenn du verschießt, habe ich gewonnen. Oh. Aber Tor! Da Tor. War ja überhaupt nichts. Wind. Na gut, das war's mit der ersten Challenge. Wie schon gesagt, 1-0 für Erwin. Jetzt kommen wir zur zweiten Challenge. Crossbar Challenge. Wer von den 3 Schüssen am meisten trifft, der hat gewonnen. Jetzt nicht 100%. Schere, Stein, Papier. Jetzt muss ich treffen. Vamos. Philipp, deshalb, mach ihn, Chippy. Lauf die Pogba an. Mach ich schon. Cool. Ich triff ihn. 100%. Weißt du, was ich gerade gesagt habe? Meine Taktik ist, dir Hoffnung zu geben. Und dann, wenn du denkst, dass du da bist, Messerstich. Oh, wie bei uns in der Hut. Ja, bei uns in der Hut. Wichtig, wenn ich den mache, Fokus. Geht die Challenge an mich. Fokus. Wie der Film, Fokus. Ja, Ficho. Das heißt, es geht weiter, oder wie? Ja, bis einer trifft. Bis einer trifft, Erwin, das kann noch lang gehen. Boah. Ganz schlecht, ganz schlecht. Was sag ich dir? Mach's genauso gleich und du wirst verschießen. Maestro, Maestro! Ah, er geht auch noch hin. Er ist so in seinen Kopf drinnen, das merkt man ab. Ah, warte. Er ist mental down. Nein. Doch, schau.
Philipp jetzt! Na, wer schießt? 2-0. Malholm. So habe ich mir das Ganze nicht erwartet. Da fliegen wir extra nach Turin, fahren her und wir sind in 20 Minuten vorbei. So. Ist das unser Gastgeschenk von dir, ja, dass du ihn so demolierst? Schon eigentlich. Ich habe ihm eigentlich eh die Chance gegeben. Na gut, Leute, das war's mit der zweiten Challenge. 2-0 für Erwin, muss man sagen. Dritte Challenge. Ja, Ball reindrehen von der Seite vom Wegball. Stein, Papier. Ich bin? Ja. Von der links, Stärken, rechts? Stärkeren Position. Ja, stärkeren Position. Drei Schüsse, bitte. Bist du ready? Ja. Nummer uno. Ja, was ist los, Ficho? Bist du nervös oder was? Vergiss, ich hab lange nicht mehr gekickt. Ficho, Willenskraft. Willenskraft, Ficho. Ficho. Ganz schlecht. Was war los? Keinen guten Tag erwischt. Schönwetterfußballer. Es hat leicht genieselt. Ganz klar, Erwin. Gewinnt doch diese Challenge, denke ich. Oder? Was sagt ihr? Schauen wir mal rüber. Er darf davor aufkommen, oder? Grazie! Da habe ich keine Chance, er spielt nicht umsonst bei Juve. Aber ich will eine Revanche dann. Irgendwann, wenn wir hier wieder sind, in Wien, in Ried, gib mir einfach eine Chance mit Dormann. Das machen wir, dann ist er auch dabei. Abgemacht. Mit deinem Bruder. 2 gegen 1. Perfekt. Also Leute, ihr habt es gesehen. Ja, passt. Omic vs. Los Vienna. Ich hab dich schon beim ersten Mal verstanden. Ja! Challenge vorbei, geht klar an Erwin. Ich war einfach nur schwach, bodenlos. Nein, und jetzt redet ihr nicht so schnell. Nein, es ist so. Man muss sagen, es ist so. Nein, es ist nicht so. Man muss sagen, er ist auch nervös. Ihr müsst bedenken, wir sind in Turin. Man muss sich umdrehen. Das ist schlimm hier. Ja, also, Leute, wir haben aber noch eine 90-Second-Challenge vorbereitet. Und wie das Ganze abläuft, das seht ihr jetzt. So Leute, 90-Second-Fragen-Challenge. Also 90 Sekunden lang werden Fragen gestellt, er muss so schnell wie möglich darauf antworten. Am Ende schauen wir dann, wie viele Fragen er in 90 Sekunden beantworten konnte. Das Ganze geht auch auf jeden Fall so, pro verlorenen Ball, also wenn ihn einmal der Ball runterfliegt, wird von der Gesamtpunkteanzahl ein Punkt abgezogen. Messi oder Ronaldo? Messi. Barca oder Real? Barca. Cevape oder Pizza? Cevape. Vorlage oder Tor? Tor. Kapitänschleife bei Juve abgeben oder bei Österreich? Keine Antwort. Nein, du musst antworten. Gibt's keine Antwort auf das. Okay, Lieblingsspieler? Pjanic. Lieblingsessen? Burek. Lieblingslied? Irgendwas von Samra, Bruder. Egal. Okay, Ronaldo Schuss oder Mbappé Schnelligkeit? Ronaldo Schuss habe ich schon, also Mbappé Schnelligkeit. Nie wieder ein Tor schießen oder nie wieder zum Friseur? Nie wieder zum Friseur. Arschfetzen von Vlahovic oder von Cellini? Cellini. Gibt es auf der Welt mehr Bälle oder mehr Schuhe? Mehr Schuhe. Fortnite oder FIFA? Dein Lieblingstorjubel? Von Ronaldo, Süd. Nie wieder Obst oder nie wieder Gemüse? Nie wieder Gemüse. Zidans Haare oder Kantes Bart? Kantes Bart habe ich auch. Nie wieder YouTube oder nie wieder Netflix? Nie wieder YouTube. Juflix-Sieger oder Endsieger? Boah, Bruder! Beides, Mann. Urlaub am Strand oder Bergen? Strand. Urlaub mit besten Freunden oder deiner Freundin? Freundin. Wer hat 2006 die Weltmeisterschaft gewonnen? Italien, oder? Profi bei Ried oder Galatasaray? SV Ried Herzensverein. Barfuß oder mit Socken schlafen? Barfuß, weil er schlaft mit Socken. Mit Ananas oder ohne? Ohne. Die oder das Nutella? Das Nutella. Bei dir. Mit oder ohne Butter? Ohne. Aufzug oder Treppe? Treppe. Wow, stark. Stark. Ich bin einmal runtergeflogen. Ich zähle mal ganz kurz, wie viel das waren. Okay, es waren 27. Da, 27. 27, du hast mich vorhin gebrochen, jetzt hör auf damit. 27 kriegst du von mir. Na gut, Leute, das war's mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ehrlich, danke Erwin für die Einladung. Danke euch, Maschine. Danke, Bruder. Danke fürs Sprechen. Sehr gerne. Wirklich korrekter, sympathischer, kranker Kicker. Und ja, checkt doch die letzten Videos mit ihm ab. Sind unten verlinkt in der Videobeschreibung.
gebt dem Video einen Daumen nach oben, Glocke aktivieren. Und vergesst nicht, checkt unseren Instagram-Kanal ab, weil da verlosen wir was von Erwin und dem Bren natürlich auch auf Insta. Genau. Der Name. Erwin Omic unterstrich. Bravo Leute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao ragazzi.